Sofort, was geht ab? John ist am Start mit einem neuen Thema Call of Duty Black Ops 4 Blackout Video. Ihr seht auch schon im Hintergrund, es gab ein Blackout Update. Das ist jetzt auch schon seit ein paar Tagen länger draußen. Aber das sieht schon mal auf den ersten Eindruck sehr cool aus. Und wir spielen jetzt in diesem Video Hardcore Blackout. Ich glaube, Hardcore Blackout funktioniert so, dass wir kein HUD haben. Also wissen nicht, wie viel Leben wir haben, wie viel Munition wir haben. Minimap. Gibt es überhaupt eine Minimap im Blackout? Ich habe keine Ahnung, gar keine Ahnung gerade. Auf jeden Fall haben wir kein HUD. Zudem gibt es keine Westen, keine 1er, 2er, 3er Westen. Das heißt, wir laufen die ganze Zeit nackig rum. Und das jetzt hier in Solo versus Squads. Weil diesen Modus, ach, wir können auch nicht die Map öffnen, nein! Ich drücke die ganze Zeit aufs Touchpad, wir können nicht die Map öffnen. Ach, du ahnst es nicht. Solo gegen Squads, ohne Map. Wenig Leben. Na, herzlichen Glückwunsch. Das kann auf jeden Fall Spaß werden. Es gibt auch Agenten-Mods hier jetzt in Blackout neuerdings. Wir werden... Digga, wieso lande ich denn jetzt schon so spät? Das geht ja schon gar nicht gut. Wir müssen probieren hier irgendwie... Ja, ich bin tot. Tot. Wo muss ich langlaufen? Ach, du ahnst es nicht. Es gibt auch... Boah, sieht schon geil aus. Oder mit der Sonne blendet auch gerade ein bisschen, bin ich ehrlich. Es gibt auch Agenten-Mod-Waffen jetzt hier in Blackout. Das finde ich sehr interessant. Das will ich mir auch unbedingt angucken. Ich weiß nicht, was für Agenten-Mods da... So, nächster Versuch, nächste Runde. Was ich sagen wollte, ich bin sehr gespannt, was für... Oh Gott, das ist der erste. Oh nein, bist du schlecht. Was für Agenten-Mod-Waffen wir finden werden. Werden wir eine Mod zu Agenten-Mod finden, womit wir auf jede Range One-Shot-Headshot machen? Oder, ja, wie schaut das Ganze aus? Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Freue ich mich drauf. Ich hoffe, ihr habt Bock auf das Video. Lasst gerne einen fetten Daumen nach oben da. Vergesst natürlich auch nicht, den Kanal kostenlos zu abonnieren, falls ihr neu seid. Und ich würde sagen, wir konzentrieren uns jetzt erstmal aufs Game. Ach, wir wissen ja auch nicht, wo die Zone hingeht. Oh, nö. Oh, nö, Alter. Oh, nee, wie macht die jetzt denn? Was macht die denn jetzt schon für... Digga, wie schnell ist das denn? Hier sind die irgendwo. Da ist noch einer. Ich muss mich heilen. Ich weiß nicht, wie viel Leben ich habe. Das ist ja so... Digga, was ist das? Wo geht denn die Zone hin? Dass ich nicht weiß, wo die Zone ist, ist ja ein Witz. Ist nur einer hinter mir? Weil es sind ja nur zwei gewesen. Die waren ja nur knocked. Ach, du ahnst es nicht. Wie viel Leben habe ich? Medikit. Das sind ja immer 50 Leben. Damit sollten wir eigentlich noch ein paar Meter kommen. Kann die Zone eigentlich jetzt nochmal stoppen? Was ich sagen wollte, es wurden irgendwelche neuen Map-Teile geleakt, irgendwelche Bilder, irgendwelche hier und da. Da werden wir auch noch drüber sprechen. Aber erstmal muss ich mal ganz kurz hier aus der Zone rauskommen, ein bisschen wieder einen klaren Kopf bekommen. So. Und wir sind draußen. Ich kann halt auch nirgendwo sehen, wie viel Leben ich habe, oder? Kann ich das hier irgendwo sehen? Nee. Alter! Fuck! Leg dich hin! Wo war er denn? Ach, Mann! Rollenbands, das ist Nacht. Ja, ich weiß, dass es klappt. Zwischen uns hat's gewunken beim ersten. Digga, das Wetter ist so geil, Alter. Krieg ich mal direkt gute Laune, Digga. Vitamin D übers Videospiel. Schöne Vitamin D-Dosis hier übers Videospiel. Kann man eigentlich hier vielleicht irgendwie so Westen oder sowas kriegen? Das wäre schon OP, wenn man in irgendwelchen Loot-Crate-Boxen oder sowas dann die Dreier ist. Oh ja, was ist das? Nee, das ist nur eine Voll-Equip. Ich dachte, das wäre jetzt ein Agenten-Mod-Ding. Aber wir nehmen die mal mit. Ach du. Hui. Das ist aber kein Agentenmod. Ich glaube, Agentenmods sind die Waffen dann lila. Habe ich das richtig irgendwie in Erinnerung gesehen? Wir schauen mal. Wir werden bestimmt noch eine finden heute. Wir haben jetzt einige geschossen. Ja, da sehe ich schon den ersten. Nice, da war aber noch einer. Ich glaube, den... ich lasse es mal mit dem Finish. Er hat ja noch auf jemand anderen geschossen. Auf wen hat er denn da geschossen? Liegt er da im Busch oder wie? Na komm, wir gehen auf den Finish. Da war noch einer. Okay, das ist natürlich auch geil, wenn man die Gegner so schnell droppt. Bruder, der Arme, der, er hüpft so rum. Den kriegen wir, come on. Yes, let's go, schmecke die, schmeckt. Irgendjemand kommt noch aus der Zone, Digga. Irgend noch so einen Dulli, Alter. Wie spät kam der denn? Wir dürfen jetzt nicht zu gierig sein hier, weil wir müssen auch gleich moven. Die Zone ist jetzt schon seit einer gefühlten Ewigkeit. Ja, ich wollte es nicht meinen. Schüsse im Nacken,
Schüsse in Nacken, Schüsse in Nacken, Schüsse in Lachsnacken, Schüsse in Lachsnacken. Von wo? Von wo? Smokes wäre natürlich auch nicht schlecht. Komm, komm, komm. Weg hier, Digga. Weg, Digga. Bin ich raus. Da oben. Aber mein Aim ist zu stark. By the way, guckt euch mal bitte das Gras hier an. Das Gras ist dynamisch. Wenn ich jetzt hier rüber slide, über das Gras, dann tritt sich das so ein. Das ist so geil gemacht. Also man muss wirklich sagen, Blackout ist richtig geil mittlerweile. Blackout haben sie schon echt cool hinbekommen. Da kommen immer richtig coole neue Sachen. Die Updates sind eigentlich jedes Mal geil. Und ich glaube, das liegt größtenteils daran, dass David Vonderhoor an Blackout arbeitet und nicht am Multiplayer arbeitet. Fuck! Nein, nein, da waren zu viele. So, um jetzt auf die Map-Updates von Blackout darauf einzugehen, was denn in Zukunft eventuell noch kommen wird. Wir haben hier Hijack bekommen, wir haben Standoff bekommen. Haben wir noch was bekommen? Ich glaube, das war es auch schon. Und jetzt ist ein Flugzeug gefunden worden. Ist auch schon ein bisschen her. Nämlich von der Zombie-Map Mob of the Dead. Ich habe keine Ahnung, wo da das Flugzeug ist auf der Map. Ich habe keine Ahnung von Zombies. Die Zombie-Experten können ja nochmal was dazu in die Kommentare schreiben. Aber wie es ausschaut, wird irgendwie das nächste Event, die nächste Stadt, wird eventuell eine Zombie-Stadt. Der war nur Nock. Wo sind seine Kollegas? Sind die da drin? Das ist eine Smoke. Wow. Habe ich noch was anderes, Alter? Nee, wow. Jetzt geht's. Digga. Aber wenn ich jetzt hier drin sterbe, bin ich auch selber schuld. Wo sind deine Kollegen, Bro? Wo sind denn deine Homies? Als ob du hier alleine rumdümpelst. Lässt mich aber tatsächlich relativ kalt, dieses Zombie-Gedöns. Ich hätte lieber... Ah Gott, ja, der ist, glaube ich, an der Zone gestorben. Ich hätte lieber, ja, irgendwie noch eine Black Ops 1 Map oder... Ja, noch mehr Multiplayer-Maps in dem Spiel selber drin. Weil mich halt Zombies total kalt lässt. Da wurde jetzt auch eine neue Zombie-Map angekündigt. Ich glaube, die kommt am 26., also in 4 Tagen am Dienstag, kommt die raus. Ich weiß nicht, ob die Black Ops Pass Nutzer-only ist, aber da soll eine fette neue Zombie-Map rauskommen. Vielleicht mache ich da auch mal ein Video zu. Ich habe noch kein einziges Zombie-Video gemacht. Aber eventuell wäre es ja dann mal an der Zeit... Wieso schießen die aus der Zone mich an? Was ist denn los mit euch? Naja, komm, Bruder. Nächstes Mal vielleicht. Nein, ist noch einer. Nein, wo? Oh mein Gott. Oh mein Gott, mein Fokus war so da. Mein Fokus war so da. Ich wusste, ich muss mich irgendwie heilen. Das hat mich so ein bisschen gestört an der ganzen Sache. Ach du Scheiße. Oh nein, da sind ganz viele mit Auge und mit was ist das? Habe ich irgendwas zum Werfen? Nee, nein. Wir sind ja alle noch close. So schlecht Sound holen. So ein Hundpuls, schützt am ganzen Körper. Nein, er hat seinen Huren wieder hochgeholt, glaube ich. Oh mein Gott, ich habe nur seine. Ich habe noch nie den ganzen. Ich habe gar nichts gehört mehr in der Zone. Ach, halt's Maul, Digga. Ja, guck mal, er hat ihn hochgeholt, Digga. Da hat er ihn hochgeholt. Ey, man kriegt da gar keinen Schaden in dieser schmutzigen Zone, Mann. Und dann, Digga, das waren, die waren zu dritt, Alter. Ja. Nice one. Shut up, fuck you. Ich bin so ass.
Liga. Junge, ist so ein geiler Start, Mann. Aber ich brauche jetzt einen Agentenmod. Wo sind die scheiß Agentenmods? Ich hoffe, die gibt's in Hardcore überhaupt. Nice. Und jemand schießt zu close. Nein. Ja, wir haben eine Kiste. Oh mein Gott. Und keine Dingwaffe drin. Nein, nur eine gelbe. Das ist aber ohne Agentenmod. Cordat hat ja keinen Agentenmod. Obwohl, die hat einen Agentenmod, aber... Nee, nee. Nur die lilanen sind Agentenmodwaffen. Ey, ich kotze ab. Ey, ich suche seit locker drei Stunden suche ich nach diesen verdammten Kisten. Ich habe mir ganz viele Videos auf YouTube angeguckt von irgendwelchen fastest Laufwegen für Kisten. Lauf die ganze Zeit diese Laufwege ab, Digga. Seit 2,5 Stunden die erste Kiste, die ich finde. Und wir haben obvious keine lilane Waffe, sondern nur Crap. Na, besten Dank. Wir haben die nächste Kiste. Komm, Trommelwirbel. Sesam, öffne dich. Sesam, öffne dich. Ich hab keinen Bock mehr. Gibt's keine Operator-Mods oder was? So, wenn jetzt hier eine lila Waffe drin ist, dann weine ich aber wirklich. Nee, nicht mal hier. Nicht mal in Chor, Alter. Alter, haben die wieder rausgenommen, die Agenten-Mods? Ich raste komplett aus. Ist das eine Kiste da? Zwei gelbe Waffen. Lila eine Waffe, 3-1, zwei gelbe. Oh ja! Wir haben es geschafft, Ich muss Musik ausmachen, wir haben. Was? Also, es ist eigentlich nicht mehr witzig, wie lange ich jetzt, ich habe gar nicht mehr damit gerechnet. Ich habe am Freitag angefangen aufzunehmen, eigentlich sollte das Video Freitag kommen. Ich habe Freitag dann noch 4-5, 6 Stunden nach einem Agentenmod gesucht, in jeglichen Modi, im Solo-Modus, im Quad-Modus, im Hardcore-Modus, im heiße Verfolgung-Modus. Habe ich tausende Kisten aufgemacht, habe Kobolde zerschossen, habe alles Mögliche gemacht, habe nichts gefunden. Habe mich dann am Samstag nochmal für 2-3 Stunden am Abend hingesetzt, habe mich jetzt nochmal heute am Sonntag für 2-3 Stunden hingesetzt und ich schwöre, ich habe nichts gefunden. Und jetzt haben wir einfach eine Outlaw-Agent-Mod. Ihr seht es jetzt, wir haben eine lilane, ich droppe hier nochmal ganz kurz hier. Jetzt haben wir hier eine lilane Outlaw-Variante. Absolut crazy, das ist jetzt, geht, Digga. Ich glaub's immer noch nicht, ne? Ich kann's immer noch nicht glauben. Oh mein Gott! Wo ist er? Nein, die haben keine Muni mehr! Haha, die sind ja komplett lost! Let's go! Leider keine Muni mehr am Agenten-Mod. Komm, wir gehen sogar auf den Fulke. Der fährt jetzt mit dem Auto weg, wa? Scheiße. Wir haben keine Muni mehr mit dem... Holt ihr den hoch? Ne, also das soll ich jetzt... Nein, es sind zu viele, Hilfe. Der ist an der Zone gestorben. Ach, du ahnst es nicht. Schüsse von wo? Ach, hier oben, war? Ja. Digga, könnt ihr bitte chillen? Ich habe auch nichts mehr zum Heilen. Egal, Mann, wir haben es geschafft. Wir haben Agentenmod, wir haben sogar einen Kill damit gemacht. Mehr wollten wir nicht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen fetten Daumen nach oben. Da verdammte Scheiße, wieso sind diese Drecksdinger so selten? Schreibt mir gerne eure Meinung zu den Kommentaren. Ich bin drauf, Abonniert den Channel gerne. Habt noch einen schönen Abend. Haut rein. Ciao.